Hallo Yu-Gi-Oh!-Freunde, herzlich willkommen zu einem besonders heißen Tag. Es sind 33 Grad draußen im Schatten. Ich zerfließe fast, würde am liebsten rausgehen, aber es ist was mit der Post gekommen. Und zwar möchte ich euch, wie schon in meinem anderen Video angekündigt, natürlich die ägyptischen Götterdecks zeigen und auch auspacken. Ja, im Vorfeld stark bemängelt und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Wir schauen jetzt einfach mal rein, was wir hier mit der Packung tatsächlich bekommen. Einmal unten auf und dann schauen wir mal rein. Mit Slifer fangen wir an, ist wie gesagt meine Lieblingsgötterkarte und deswegen kann ich es nicht erwarten, damit zu beginnen. So, die Packung ist soweit leer. Legen wir erstmal zur Seite. Ja, da haben wir hier einmal. Das ist aber. Also das Deck. Aber der Print ist wirklich sehr schön, muss ich sagen. Also das, ich weiß nicht, ob man das im Video sieht. Aber ich habe jetzt die letzten Tage das Video zu meinen Götterkarten gemacht. Aber hier, wow, die Farbe von dem Slifer ist ja richtig kräftig rot. Und der, also wow, die sieht richtig cool aus. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich gerade meckern, dass die Karte kein neues Artwork oder sowas bekommen hat. Oder eine etwas höhere Rarität. Sondern nur Ultra Rare, aber von der Farbe her, ich weiß eben, ich glaube, im Video sieht man es nicht so deutlich. Aber das ist ja echt ein krasser Unterschied. Okay, cool. Nochmal diese Werbesachen dafür. Schauen wir mal rein. Wo ist diese kleine Vertiefung? Hier. Dieses angeschnitzte, genau, da kann man das nicht besser öffnen. Da bin ich ja jetzt echt gerade sehr begeistert von dem Print. Ah, jetzt klebt mir hier dieses Papierrestchen noch am Finger. So. Ja, jetzt sieht man es durch ein bisschen besser. Scharfstellen bitte. Ja, seht ihr das? Die Farbe? Das, wow. Der sieht richtig schick aus, der Slifer. Ich glaube, der kommt dann doch in die Sammlung. Schick, schick, muss ich wirklich sagen. Toll. So, dann haben wir Seelenkreuzung. Ich gehe jetzt einfach mal die Karten nur so schnell durch. Die Effekte kann man sich ja durchlesen beim Stoppen. Und ich, ja, oder ich überfliege es mal ganz kurz in Gedanken. Das war, glaube ich, mit dem Opfern. Ah nein, wir gucken jetzt erstmal so durch. Ich weiß es so grob, was die können. Und auch hier, also der Print, die Holo-Effekte sehen ja richtig gut aus. Also, wow. Gefällt mir sehr, sehr gut. Damit kann man einmal alle gegnerischen Monster zerstören. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal die Karten nur so durch. Millenniumssucher. Auch eine Karte, die mir jetzt nichts sagt, die neu zu sein scheint. Ultimatives Götterungeheuer. Ist auch eine neue Karte. Die Supportkarte für Slifer. Die war aber, glaube ich, nicht so gut, wenn ich mich recht erinnere. Telos, der kleine Engel. Reaktorschleim. Ups. Und natürlich der heiß begehrte Harpyien Flederwisch. Ich habe den tatsächlich aus dem Gameboy-Spiel noch, diesen allerersten mit diesem Prismatic Secret Rare. Von daher habe ich jetzt zum zweiten Mal den Harpyien Flederwisch. Ist auch in Holo, sieht man das? Ja. Auch sehr schön. Ah, eine sehr schöne alte Karte. Brecher, magischer Krieger. Wenn man ihn beschwört, kommt eine Zählmarke drauf. 300 ATK kriegt er oben drauf und man kann diese Marke entfernen. Und eine Zauber- oder Falle auf dem Spielfeld zerstören. Sehr nützlich. Gerade im Speedduell auch ist die Karte echt witzig. Ungeheuerkönig Barbaros. Neunschwänziger Fuchs. Ich halte das immer mal so ein bisschen nahe, damit ihr stoppen könnt für die Effekte. Phantom Himmelsprenger. Der war, glaube ich, schon in den Sacred Beast Deck mit drin. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht warum. Also ich habe ihn rausgetan. Ja, ich fand ihn irgendwie nicht nützlich dafür. Kartenwache. Caligo, Krallenkrähe. Elektromagnetische Schildkröte. Brecher, dunkler magischer Krieger. Sündengeist. Achrima, boshafter Aufseher. Ah, gleich so ein Playset diesmal drin. Ja, das ist ja schön, dass sie da mal das eine oder andere Playset gleich mit reingepackt haben. Herzog Shade, der sündhafte Schattenherr.
Takt wie von Tenier, Geist, Fischuda. Okay, die sagt mir auch gar nichts. Ja, alte Klassikerkarte. Verräterische Schwerter. Wiedergeburt. Buch des Mondes ist gefühlt auch in jedem zweiten Structure Deck drin. Aber warum nicht? Nützlich ist sie. Feinkontrolle, ja, die spiele ich auch sehr gerne. Heute noch. Topf der Trägheit. Wenn wir uns an deinen Friedhof mischen, alle ins Deck. Ja, das ist. Da umgeht man so ein bisschen die Nachteile, dass man Slifer und Obelisk nicht so einfach vom Friedhof wieder beschwören kann. Ist okay. Marsch der Monarchen. Nachschubtrupp. Kartenverbesserung. Das ist eine Karte, die ist in der Theorie, also vom Text her, eigentlich super nützlich. Aber in der Praxis, also im Speed-Duel gibt es die auch, da habe ich sie relativ oft im Deck gehabt, hat sie irgendwie kaum was gebracht. Also habe ich auch mit dem Kumpel, mit dem ich immer spiele, wir haben dasselbe gesagt, die Karte ist theoretisch nützlich, aber praktisch, also im Spiel war sie dann immer so weniger nützlich. Das ist so, da bin ich mir so ein bisschen, weiß ich nicht, wie gut ich und, oder schlecht ich die finden soll. Also vom Text her, also von der Theorie her, wie gesagt, eine super, super Karte. So, der richtige Name. Halt. Einmal Passcode. Höhle der Finsternis. Verhängnisvolles Ziehen. Spiegelkraft. Oh, da hätten wir uns früher in der Realschule richtig drüber gefreut. Das war heiß begehrt. Diese Fallenkarte. Tollkühne Gier. Ja, ja. Metallisch reflektierender Schleim. Ja, der ist auch sehr nützlich. Die goldenen Äpfel, ja, kann man nehmen. Ich habe sie bei den meisten Decks dann doch wieder rausgetan. Zurück an die Front wäre die letzte Karte. Und hier ist noch ein bisschen Werbematerial. King's Skirt, da haben wir dann so die ein oder andere Verbesserung noch für Slifer drin. Oder Supportkarte. Und ja, also auf den ersten Blick muss ich sagen, inhaltlich hat man es ja schon vorher gesehen, gekannt, was daraus wird. Es ist ein Deck, was die Götter halt etwas spielbarer macht. Wäre vor, ja, 7, 8 Jahren vielleicht ein super nützliches Deck gewesen. Jetzt ist es eher so, weiß ich nicht, kommt ein bisschen schwächlich daher im ersten Blick. Aber wenn man einfach mal so die zwei Decks gegeneinander spielen lassen möchte, macht das, glaube ich, super viel Spaß. Also da hat man, glaube ich, ein Duell, wie man es so von früher kennt. Also das ich denke mal, ich habe meinen Spaß damit. Also ich werde es testen und möchte aber nochmal auf jeden Fall erwähnen, wie genial der Print von Slifer ist. Ja, es ist das Artwork von früher, es ist die Effektvariante, die jetzt ja halt ohne irgendwelche Sonderfärbung daherkommt, logischerweise. Aber der Holo-Effekt und die rötliche Färbung von Slifer, den Rotton, den er hier verpasst bekommen hat, ist so ein schöner Kontrast. Also das, ja, sehr schön. Sehr schönes Rot. Schön kräftig, kontrastreich. Das ist eine wunderschöne Slifer-Karte. Also darüber freue ich mich echt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich mich über diese Slifer-Karte freue. Ja, muss ich jetzt doch nochmal ins Deck mit reinnehmen. Ja, das wäre das Deck mal im Schnellüberblick gewesen. Und was haben wir noch drin gehabt? Die Spielmatte. Moment, gucken wir auch nochmal schnell drauf. Das ist leider auch wieder das Artwork von den Supportkarten. Also man kennt es nun schon von der Supportkarte, man kennt es nun schon von der Box. Und jetzt hat man dieses Artwork halt nochmal als Spielmatte. Oh, ich meine, es ist jetzt nicht schlecht. Also ist schon schicke, sind schon schicke Bilder. Aber ja, hat man sie halt nochmal. Diese Matte. Hinten drauf haben sie da noch irgendwelche besonderen Sachen, wo man vielleicht schon mal was zusätzlich erfährt, wo etwas drinne sein könnte. Also das, was ich vorhin gerade gezeigt hatte, das King's Court ist noch nicht aufgeführt. Und ja, muss man sich dann halt mal in Ruhe anschauen. Aber wenn ich solche Karten sehe wie Dimensionskapsel, okay. Also ich bin aus dem Master-Format heutzutage etwas raus, aber ich glaube, die spielt man auch nicht mehr so wirklich. Ja. Maximum Gold. Ah, hier, King's Court, was ich angesprochen hatte. Aber Maximum Gold, das ist doch aber die Variante vom letzten Jahr, oder? Warum sind denn solche alten Sachen da drin? Genauso wie Legendary Duelist, kommt die nochmal raus? Weil das gab es ja alles schon. Das ist ja jetzt nicht mehr anstehend. Bisschen merkwürdig.
Ja, wie gesagt, ich möchte mit dem Deck erstmal spielen, dann kann ich genauere Angaben machen, wie sich was spielt, welche Karte tatsächlich Sinn macht. Da möchte ich jetzt noch keine Prognosen abgeben, weil, wie ich vorhin schon bei der einen Karte Kartenverbesserung gesagt habe, zwischen Theorie und Praxis ist dann schon noch ein großer Unterschied. Und von daher würde ich mich dann in einem separaten Video nochmal melden. Ich würde an dieser Stelle jetzt erstmal das Slifer-Deck-Video beenden. Mein Ersteindruck ist in Ordnung, also über den Print, wie schon gesagt, sehr gefreut. Die eine oder andere Karte ist da auch sehr nützlich drin. Was es dann in der Praxis bringt, würde ich dann erst sagen, wenn ich es dann wirklich mal gespielt habe. Ja, also es ist definitiv nicht wirklich stark, das Deck kann man jetzt schon sagen. Im Masterformat wird man damit jetzt nicht wirklich einen Blumentopf gewinnen. Aber wenn es Spaß macht, mal so mit einem Kumpel eine Runde gegen ein gleichwertiges Deck zu spielen, könnte es lustig werden. Gut, das wäre es mit dem Slifer-Deck. Und im nächsten Video schauen wir uns das ägyptische Götterdeck von Obelisk an. Macht's gut, bis dahin und ciao, ciao.